Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde 7 Days to Die Darkness Falls zusammen mit dem Baumstriker. Hallo! So, es sind ein paar Ingame-Stunden vergangen, also Ingame-Zeit, nicht wirklich Realtime-Stunden, aber ich habe ein bisschen an der Falle und ich stand da, wollte irgendwie was optimieren mit dem Nahkampf-Pfad, ich war mir überlegen, ob ich den Nahkampfteil sogar vielleicht weglasse oder halt auch nicht und irgendwie habe ich jetzt eine Kleinigkeit fertig gemacht. Die wollte ich gleich einmal kurz nochmal genauer anschauen und euch direkt dabei mit zeigen. Ausbau. Ich habe nochmal eine Frage. Ja, Schatz. Sind dir 30.000 Holz zu viel? Nein, aber es ist definitiv nicht mehr zu wenig. So. Ich habe jetzt hier einmal den Nahkampfteil. Den hatten wir vorher in einer Ecke. Hier, das, was hier so gepflegt aussieht, das habe ich jetzt tatsächlich rausgenommen. Allgemein werde ich jetzt hier mal kurz noch ziemlich hoch. Das geht ja so ekelhaft schnell mit diesem Laser-Multitool. Ist das geil. Und habe dafür dann jetzt, zeige ich euch auch gleich, zack, 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 zack. Geil. Direkt die Tür, die wir hier hatten, rausgenommen und gegen zwei Hatches getauscht. So, und hier habe ich den Elektrozaun einmal quasi entfernt. Auch hier werde ich auf Zement hochgehen, weil ich glaube, es gefällt mir nicht genug, dass es behalten will. Wow, wow, wow. Okay. Vielleicht müssen wir die hier noch aufwerten. Aber können wir hier entspannt von hinten hinkommen? Wenn jemand Bock hat, die Nahkampftätigkeiten zu erledigen, von denen wir wahrscheinlich nicht mal mehr abhängig sind, können wir hier von der Ecke kommen. Ich würde hier nochmal eine Tür reinzimmern tatsächlich. Kann dann hier unten durchpieksen, wenn man Bock hat, oder schnetzeln, wie auch immer. Kann aber auch genauso gut von oben, hier auf Kopfhöhe. Etwas ungünstig an der ganzen Sache ist, dass der Elektrozaun nicht direkt vor der Hatchet hier läuft. Das ist das Einzige, was uns jetzt ein wenig benachteiligt. Aber das ist ja etwas, was wir im Zweifelsfall sogar noch gelöst kriegen. Theoretisch hier auf dem Boden läuft ja ein Zaun. Aber wir haben mittlerweile gut gelernt, die so da auf dem Boden laufen, die funktionieren ja auch nicht wirklich. Ich mach mal an. Gucken wir mal. Der. Genau, der da müsste irgendwie ein paar Millimeter höher, damit das funktioniert. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wie. Wohl doch. Ich kann den ja von oben runterhängen lassen. Statt unten auf den Boden gestellt. Die Shape. Nehme ich den aber weg, dann brauche ich gleich ein Kabeltool. Hui. Juckendes Auge. Da. Ja. Interessant. Ich glaube, das gefällt mir. Bin ich gerade sogar am Überlegen, ob ich das mit allen so mache. Was machen, wenn es gefällt? Funktioniert? Ja, genau, das, ob es funktioniert, werden wir natürlich dann erst merken, wenn es wenn es soweit ist, ne? Spätestens. Das übliche Problem halt.
Ah, ich muss die Decke hier noch raus. Hören. Aus. Das werden wir dann mit Schaltern steuern. Okay, ich brauche mal kurz mein Kabelverlegetool. Bin mal sehr gespannt, wie das jetzt aussehen wird gleich. Aha, aha. Ey! Ey! Hol dein Kabeltool. Das ist auch noch an. Jetzt ist auch noch angepisst. Hab doch nur ein bisschen Holz auf den Blöcken verloren. Versehentlich fallen gelassen. So, ich müsste mein komisches Laser-Tweak-Strom zurück vielleicht bald mal reparieren. Egal. Tool? Obwohl wir haben so viele davon da, dass es irgendwie wieder egal ist. So. Ja, Schalter? Bestimmt. Noch mehr Elektrozäune. Ja gut, das ist auch eine Möglichkeit. Da ist Schalter. 20 Stück. Oh. Ich wäre aber mal versehen, die Schalter gemacht oder ständig welche gefunden? Beides ist eine Option. Nö, nö, gefunden. Dass immer das Geräusch macht, dass es nicht geht. Haben wir die Leiter schon mal betoniert? Ich hol mal ein paar Pflastersteine direkt. Oh, hat er. Jetzt ist es aber nicht minimal höher, jetzt ist es massiv höher. Okay. Das wäre zu tief, okay. Man kann es mir auch nicht recht machen hier. Können es natürlich schräg laufen lassen. Ist das überhaupt nicht mein Stil in der Regel, aber... Ja, geht das. Fatz, fatz, ey. Hast du gerade das Multitool am Ausprobieren? Ja, ja, es ist, es ist ja gut, dass ich nur bis Bausteine dabei habe. Was ist das? Oh. Das ist ein bisschen höher. Sieht zwar irgendwie doof aus, aber das ist zumindest höher. Aber die können wir alle. Oh, die könnte ich alle so bauen. Macht es beim Variieren vielleicht ein bisschen einfacher. Obwohl das ja erstmal der einzige ist, der wichtig war.
Das wird die Deckenhöhe sein, die ich mir gewünscht, die ich mir wünsche. So. Du hast alle Pflastersteine rausgenommen, oder was willst du sagen? Ich habe 1800 Pflastersteine mitgenommen, Alter, und habe sie gerade alle verbraucht. Dann lass mich raten, in Sekundenschnelle, ne? Ja. Dass wir noch genug haben, ohne Probleme welche nachproduzieren können. Stimmt wohl. Hier ist halt auch nicht sonderlich nicht wirklich teuer in der Herstellung. Und aufgrund unserer ganzen Rabe-Aktion in der jüngsten Vergangenheit haben wir ja auch wirklich, ich glaube, alles in Massen da. So, diesen Ring. Naja, ja. Unsere nächste Grabaktion startet ja. Ach, Schatzkisten, ne? Schatzkisten und. Da kommt eine Mama runter. Das ist aber schön für sie. Wurde leider von einem Pfeil umgebracht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer sie umgebracht hat. Doch, Scherzplayer, verdammt! Ich hab sie im gleichen Moment mit der Ladung Schrot in den Rücken begrüßt. Aber ja, der Kill geht an dich. Ist in Ordnung. Fertig, komplett noch aus dem Beton. Den werden wir zur Orientierung und für weitere Maßnahmen alles verwenden. Ich bin gerade sehr froh, dass ich auch keinen Stahl dabei habe. Ich hätte bestimmt schon sehr viel davon versehentlich jetzt weggehauen. So, dieser Orientierungsbetonring drumherum ist jetzt fertig. Ich würde die Deckenhöhe eigentlich ganz gerne schon anpassen, dass sie ein Stückchen höher wirkt. Aber das ist jetzt schon wieder, es geht jetzt schon wieder in die Richtung Komfort. Ich hätte gerne Komfort. Ich hätte gerne in der Horde fallen Massagesessel. Ich finde, das ist eine grundsätzlich gute Idee. Ich glaube, es gibt keine Massagesessel. Oh, ich kann das auch mit Shape Corners machen. Aber es ist ein gutes Zeichen, wenn ich jetzt schon dabei bin, hier irgendwie auf Optik zu achten, bin ich doch wohl sehr überzeugt von dieser Hordefalle. Oh. Das ist natürlich noch geiler. Sieht nicht so geil aus. Schade. So, Corner. So, Plate Corner. Wo ist sie denn? Ich weiß, dass es sie gibt. Ich hatte sie zwischendurch schon mal gebaut. Als ich hier Inspiration gesucht habe zwischen den Folgen. So, ist das über einen Block oder? Was meinst du?
Ja, deine Corner da, die du suchst. Ja, es ist eine Platte, die halt als Ecke fungiert. Ja, kannst du in der Suchleiste eintippen. Ja, Corner habe ich gerade eingegeben. Jetzt versuche ich es mal mit Plate. Pole Plate Corner. Ja, okay, das ist doch... Wird noch ein bisschen dünner sein. Ich weiß, dass es sie gibt. Nee, nicht Copy Shape. Das habe ich ja toll gemacht. Shape. Verbaut hast du die nicht irgendwo schon zufällig einmal, oder? Ja, ich habe sie schon wieder abgerissen. Da ist das Problem. Da. Ah! Da ist sie. Da war's. Jetzt muss ich wieder komplett durchdrehen hier. Ah. Oh, das ging schneller als gedacht. Wieso werde ich gleich Holz brauchen, sehe ich gerade. Krass. Ein Ding, was brauchst du? Blöcke? Nee, wirklich Holz. Achtung, da fallen 10.000. Danke. Immer wieder schön mit dir. Den lasse ich dran. Und so ziehen wir halt die gesamte Decke da ein wenig größer auf. Woran genau halten die denn jetzt gerade? Die müssen doch gerade fliegen. Naja. Ich beschwere mich da nicht drüber. Wäre nur nervig, sie wieder aufzubauen. So. Ja. Ein Beton. Super. Noch so ein wichtiger. Drumherum. Gut. Theoretisch muss ich das jetzt halt komplett drumherum nochmal machen, damit ich wirklich glücklich bin. Out of Stamina. Ja, ist okay. Ich hab Durst. Deswegen regeneriere ich auch kaum was. Ist okay. Hunger? Kann ich auch was? Habe ich was zu essen dabei? Bestimmt. Da. Mietst du. Ach ja, da hatten wir sogar festgestellt, die war ja schlechter als die Gemüsesuppe, ne? War ja was.
Hi. Hallo. Na? Bin oben fertig. Schon auf Pflasterstein oder wie? Ja. Sieht bestimmt richtig scheiße aus, die Fläche, oder? Oh, geht eigentlich. Mich stört nur derjenige, der da einen Betonweg gemacht hat, damit er die Leiter finden kann. Nur ein bisschen scheiße, aber darüber kann man hinwegsehen. Ja, irgendwann wollen wir ja alles auf Beton haben, ne? Hab ich so gehört, Gerüchten zufolge. Da ist ein Vollprofi am Werk. Danke. Sonst noch was? Ja, eigentlich die gesamte Reihe hier noch drumherum. Aber nicht der Betonblock, wo die Hedge dran ist. Die nicht. Den nicht. So. Der ist ja auch nicht da dran. So. So, jetzt ist hier noch richtig. Ja. Sonst noch was? Jetzt spontan nicht so. Bin hier okay, gerade noch am rumbasteln. Brauchst du noch irgendwelche Materialien oder? Spontan glaube ich nicht. Okay. Würde mich dann einfach vielleicht nochmal melden, wenn du mir mal helfen kannst. Kannst du Klingenfallen machen? Blade Traps. Kann ich machen, ja. Ich meine, du wolltest ja Blade Traps ja, ausprobieren. Ja. Blocks bräuchte noch mal ein paar. Aber ja, gut, dass es noch mehr erwähnt mit den Bladejobs. Die ist jetzt noch mal als Ecke, aber das habe ich auch schon gesehen. Eisen, mechanische und elektrische Teile. Kann ich die einfach so in der Hand craften? Nein, ich muss in die Workbench. Vier oder ein paar mehr? Erstmal mit zwei anfangen. Weil wir bräuchten auch noch mehr Generator, noch einen Generator und noch mehr Motoren, damit wir es überhaupt ans Netz bringen können, anständig. Ja, gut, dann erstmal noch zwei. Das ist vollkommen in irgendwie schnell. Oh, das ist cool. Die Shotgun-Notes brauchst du nicht mehr, richtig? Nö, kannst du ruhig lesen. Also ich bin noch nicht auf 100, aber spätestens zum Blutmund werde ich eh genug Punkte sammeln und brauchen tue ich sie auch nicht mehr für irgendwas. Gut, dann habe ich sie jetzt gelesen. So wirkt der Raum doch gleich viel einladender hier. Ach, die standen auf den Bodenplatten. Ah. Doch gleich nochmal anders machen hier. Nimm die doch nochmal. Copy Sharpe. Ja, das gefällt mir noch besser. So, gut. Machen wir eigentlich nur diesen Vorraum hier, der nicht mal wirklich großen Zweck erfüllt. Aber dann fühle ich mich einfach sicherer. Und es ist halt aufgrund der erhöhten Deckenhöhe
irgendwie auch, wie gesagt, einladender. Ist für so ein Tötungsloch vielleicht nicht das korrekte Wort, aber das ist halt das, was mir einfällt dazu. Massagesessel und so machen wir irgendwann mal in den hinteren Bereich. Vielleicht stößt du nochmal neuen Zement an, aber ich habe mir zwar jetzt nochmal gestartet, aber es dauert irgendwie noch 102 Minuten. Weil der ist gerade leer gelaufen. Ja. Muss dann einfach mal. Ja. Kann ich machen. Starten. Also ehrlich, wenn du ihn jetzt gestartet hast, brauche ich nur kurz abbrechen und einfach neu starten, ne? Genau. Das macht's natürlich sehr bequem. Weil die Materialien ja alle drin sind. Ja. Hey, Zombie, verschwinde von unserem Auto. Apropos Auto. Werkzeuge, die Reparaturdinger müssten fertig sein. Workbench. Jo. Eigentlich wollte ich jetzt auch irgendwie in den Hintergrund eher die Räumlichkeiten machen, dass wir reinschieben können. Das wird natürlich immer noch mal der vordere Raum sein. Aber egal. Ja? Ich dachte, du wolltest was sagen. Use the repair specified for a vehicle scattered around the world. Vehicle with appear in the inventory ready to replace can only used by Clawhammer, Nailgun, Impact Driver, Titanium Claw. Okay, die Vehikelreparaturteile sind für irgendwas anderes. Weil ich habe nämlich gerade mit unserem normalen Repair-Kit doch das Auto repariert. Wir haben auch so Vehikel-Repair-Kits. Oh. Ja, Vehikel-Repair-Kits habe ich ja gerade hergestellt. Oh, weil ich eigentlich damit gedacht habe, das Auto damit zu reparieren. Nee, das hätte ich dir vorher sagen können, aber ich finde das jetzt gerade interessant, was du gesagt hast. Wo sind die denn? Die Beschreibung, weil ich das so richtig verstanden habe, was du gerade gesagt hast, könnte man damit ja quasi die Autos nutzen, die dagegen rumstehen. Klingt zwar komisch, aber ja. Specific broken vehicles found scattered around the world. Ja, diese Mod-Fahrzeuge, die da zwischendurch mal mit rumstehen. Diese Muscle Cars, glaube ich, das mit dem Streifen, weiß, ich glaube. Ich nehme mal 5 Stück, habe ich mal im Inventar. Blade Trap ist auch gleich fertig. Beide Blade Traps fertig. Mir fällt gerade ein, weil wir noch mal überlegen, ob wir irgendein Hard-System finden, damit die Loot-Säcke runterfallen. So schön großkotzig, wie wir in unserem Leben sein können, halt. Da habe ich mir doch noch keine weiteren Gedanken zu gemacht. Ja, Schatz. Das war's. Kann die Blade Trap hier drin nicht platzieren? Du kannst
Nicht ja. Ja, ja, das liegt da hier, die Leiter. Die ist ja ein ganzer Block. Ach so, stimmt, ja, scheiße. Deswegen hatten wir es hier oben gemacht. Wir könnten höchstens versuchen, in einem Fallschacht welche unterzubringen. Aber wenn wir nicht alles komplett anders auch umbauen wollen. Gut, was jetzt ein bisschen blöd wäre, weil ich ja jetzt schon auf Zement gemacht habe. Müssen wir es anders machen, auf jeden Ach Fall. Ach so, kannst du die Blade Trap überhaupt aufnehmen? Warum denn nicht? Ja, kann ich. Ich frage nur, weil, ja, wegen deinem Gebietsschutz. Gut. Nee, weil ich jetzt einfach gerade sinnfrei platziert habe, deswegen. Ach ja, stimmt ja, wegen der Leiter, stimmt. Ja, deswegen wollte ich eigentlich komplett einrücken, aber ja. Eigentlich, komm mal kurz an die Leiter. Kleiner Moment, ich ziehe diesen Block hier kurz noch durch. Ja, ja. Ich bin genervt, dass ich ihn kaputt machen muss. Nein, ich muss nicht, aber ich will wegen der Optik. So. Weil mein Plan war es nämlich jetzt, so die Blade Shops konzipiert aufzustellen. Blade Trap auf Blade Trap kannst du nicht, oder? Nein, nein, das geht nicht. Ich befürchte, sie werden sich dann irgendwo draufstellen oben. Aber ja, ich würde halt den. Es ist ja in dem Sinne mit einem aktuell mit zwei Pfosten befestigt, aber ich würde es halt mit einem Pfosten befestigen und dann jeweils an der anderen Ecke. Weil da wir ja vier Ecken haben zum Befestigen, würde ich halt das ja in einem Treppendesign machen. Könntest du kurz die Blade Trap dann aufheben, damit ich die Pfosten entfernen kann? Gleich los. Weil wie gesagt, das war jetzt halt so mein Gedanke, was die Blade Traps betrifft. Die obere auch noch. Ja, dauert. Ich brauche 10 Sekunden, um die Dinger überhaupt nicht zu nehmen. Fallschacht mit Blade Traps. Oh. Weil das war jetzt halt so mein Gedanke. Sie würden, gut, das Problem ist, die unterste müsste ich natürlich etwas höher ansetzen, weil wenn wir dann den Schacht runtergehen sollten, falls wir irgendwie auf komische Art und Weise krepieren, ja, würden wir halt nicht durchkommen. Das Problem ist, es macht die Reparatur schwierig. Ja, ich sehe es gerade nicht so einfach, da einen Reparaturschacht dran lang zu ziehen. Nee, ich sage jetzt nicht, dass es unmöglich ist, aber zumindest nicht mal spontan bis morgen erledigt. Nee. Aber das ist zumindest, wie gesagt, mein Gedankengang, was die Fallen anging, zu platzieren. Aber du verstehst zumindest, was ich jetzt meinte, nicht wahr? Ja, 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 das auf jeden Fall.
Jetzt habe ich hier im Empfangsbereich zumindest schon mal ein bisschen fertig. Sehr gut. So. Machen wir den hier schon mal auch aus Zement. So, haben wir. Hier diese Blöcke, die Holzblöcke, die ich jetzt hier noch dazwischen habe, das ist so genau der Part, wo ich nochmal schauen wollen würde. Ob wir da nicht irgendwie nochmal Gitter mit reinsetzen können, um quasi aus einer etwas sichereren Entfernung auch drauf schießen zu können. Dass wir zum Beispiel dann... Oh. Hier stehen noch mit drauf schießen können. Ich weiß natürlich, würde ich das auch mit einer Art Schießscharte machen. Damit man sich hier vorne nicht mit dem ganzen Elektrozäunen anlegt. Das heißt schon mal, die untere Reihe kann ich auf jeden Fall auch komplett aufwerten. Machen wir, weil die ist fest. Nehme ich die doch erstmal raus, dann kann ich mir das optisch vielleicht sogar besser merken. Kurz mal ein bisschen mit dem Motorrad rum und gucken, ob ich was hier da finde. Viel Spaß! So. Und das mit Gittern, beziehungsweise vielleicht auch mit den Hatches, dass wir sie auf- und zuklappen können. Und dann hier quasi gemütlich mit reinschießen. Dafür müsste ich die Dinger hier natürlich nochmal ein bisschen separat abdichten, was aber technisch betrachtet kein großes Problem darstellt. Ich bin gerade nur mal überlegen, ob ich sie alle auf dieselbe Höhe mache. Eine Teufelskuh wieder. Die Diagonalen werde ich nicht. Also die Diagonalen nicht. Aber die, die direkt gerade gegenüber voneinander sind, ob ich die vielleicht alle auf dieselbe Höhe packe. Würde es beim Drumherum gehen und reparieren auch vereinfachen wieder. Ich könnte oben drüber und unten drunter Blöcke machen.
Wo ich geschmiedetes Eisen für. Genau, da ich die Ecken aber so lasse, kann ich die ja auch schon mal fertig machen hier. Hier soll noch eine Tür rein. Doa. Craft. Oh. Warum kann ich die nicht zwischensetzen? Weil da was im Weg ist. Wäre eine logische Erklärung, aber ich wüsste gerade nicht was. Ein Zaun, also so ein. Ich weiß ja nicht gerade, wo du. Doch, jetzt. Ich weiß gerade, was das ist. Der Boden. Das ist ja, wow. Das ist ja kein ganzer Block. Ach so. Kann ich dich draufsetzen. Wow. ja, gut. Furchtbar schlüssig, oder? Ja. Ach, guck mal, jetzt passt die Tür da rein. Bin ja begeistert. oh. Hier unsere Nahkampfabteilung. Schockfrei. Zumindest für uns. Wir können aussuchen, auf welcher Höhe wir zuschlagen wollen. Ja. Wo ich schon überlegen wäre, diesen Block auch einen nach hinten zu ziehen. Gut, machen wir mal. Das machen wir jetzt auch in der Folge und dann Rest hier ein bisschen ausschmücken, kann ich dann nochmal zwischen den Folgen machen. Ich bin gerade so im Baufeeling hier. Wäre eigentlich schade. Ist eigentlich so ein bisschen schade, weil es dürfte schon funktionieren. Und unser Zuhause ist ja noch in einem ranzigen Zustand. Oh. Ja, ein bisschen. Will ich hier so machen und dass ich jetzt hier Copy Sharpe? Genau. Noch besser. Natürlich müsste ich hier mit den Drähten aufpassen. Im Sinne von, dass du dann dich nicht selber wegbrutzelst, oder? Genau. Das wäre jetzt so ziemlich der einzige Nachteil jetzt hier für diese Nahkampfecke. Ließe sich bestimmt aber auch regeln. Nicht. Bobs, Boris, Karlskorn, Alter. Hier werde ich doch wohl fündig eigentlich, oder? Oh, markier uns das mal, damit wir auch mal Grace besuchen kommen. Nee, das... Ist das mit Grace? Ach so, nee. Doch, aber was mit Korn? Was hast du da? Karlskorn. Ist das ein Doppelhaus? Rechts und links irgendwas, oder? Nö, das ist sein Haus. Ja, nö, dann vergiss das, was ich mit Grace gesagt habe. Deswegen, das hat mich schon gerade gewundert, so, hä? Blade Trailing. Aha. Aber ich würde das nicht als Rail bezeichnen, was ich hier gerne hätte. Wie heißen die Dinger denn? Ja klar, Rail ist ja auch für
Treppengeländer ist das ja. Staircase. Ne, Staircase war was anderes, vergiss es. Also bei Staircase schreit jetzt mich auch nicht unbedingt, dass ich das ausprobieren muss. Diese Gitter, die ich unten da habe, wie heißen die? Hens. Was? Hens, also Zäune oder nicht? Nein. Bars. Bars heißen sie. So. Hier mal weg. Den noch wieder dran. Und schon sind wir hier auch schocksicher. Aha. Bobs Schweine, Alter. Hier muss doch wohl ein Wildschwein oder so noch drauf sein, ey. Suchst du immer noch Tiere für deine Quest? Ja. Wow. Cool. Doch, es ist das Haus. Digga, das Schild steht einfach nur auf der komplett falschen Seite. Doch, es ist Grace. Für ah! Die Dann würde ich mich freuen, wenn du es markierst. Ja, kein Ding. Und Grace dich direkt umbringst, das wäre auch noch nicht. Ich gehe nur rein und töte ein sinnloses Wildschwein. Moin Jungs, Mädels, hab mal wieder Besuch bekommen. Ich dachte, da kommt sogar noch mehr. Das könnte eine Wanderhorde sein. Na dann. Okay, es waren zu wenig für eine Wanderhorde. Lass das so. Ich wollte jetzt da jetzt auch noch ein Gitter dran machen, aber nö. Waren die Wildschweine schon direkt hinten beim Starteingang, oder? Ja, da waren auch welche. Ich glaube, die sind aber überall verteilt. Ich will ja nicht weit rein, deswegen. Unten im Gebäude sind auf jeden Fall ein paar mehr Erdgeschoss von ihm. Aber eigentlich ist draußen nicht auch ein oder zwei? Dachte ich eigentlich. Dachte ich auch. Da ist eins. Ah, gut, dass du das Padded-Sachen noch nicht weggeschmissen hast. Ne, brauchst du sie jetzt? Ey. Dreimal darfst du raten, was gerade aufgetaucht ist, nachdem ich meine das letzte Schwein umgebracht habe. Genau, zwei Säbelzahntiger. Oh, schade ums Schwein. Jo. Das hätte dann ja ruhig noch weiterleben können. Hätte. Angeschlossen? Scheinbar waren nicht mal mehr alle Elektrozäune angeschlossen hier. Upsi. Aber sonst gut. Gut. Das ist so die Grundkonstruktion, wie die Falle werden wird. Das Ganze hier drumherum könnten wir jetzt noch ausschmücken, beziehungsweise werde ich auch noch ausschmücken. Weil das geht ja so nicht. Da müssen wir aber auch mal ein bisschen graben. Das schauen wir vielleicht zwischen den Folgen oder machen das nochmal gemeinsam. Mir war ja jetzt erstmal wichtig, dass wir hier ein Konstrukt entwickelt haben, dem ich zutraue, zu funktionieren.
Hier wären so Gitter zum Durchschießen halt auch geil, weil wir dann halt von einer sicheren Entfernung hier mit unseren Waffen drauf schießen können. Müsste ich dann die Dinger nochmal ein bisschen besser abdichten, aber auch das ist ja rein technisch so überhaupt gar kein Problem. Da könnte ich nämlich auch wieder diese Corners nehmen. Habe ich sie denn? Die Plate Corners. Da. Könnte ich ja quasi so. So. Ah, ich schock mich hier gleich selbst. Perfekt. Aus. Hier, du musst das normale Plate sein. Advanced. Ich habe den Rest deiner Wanderhorde gefunden. Da jetzt aber nicht zu Hause. Die stehen vor dem Eingangsbereich. Von der Falle oder von zu Hause? Von zu Hause. Okay. Und steht da einfach nur drauf rum. Nö. Nö. Weißt du, warum die da doof rumstehen? Weil die mich nicht bemerken. Mr. Silence ist eventuell Silence. Warum würde ich jetzt hier zum Beispiel noch so Spritzschutz hinpacken? Damit die Zäune... Spritzschutz? Achso, Spuckschutz wohl eher dann. Ja, ja, Spritzschutz, Spuckschutz, das ist doch irgendwie alles dasselbe. Ja, ja, alles gut. Und dasselbe hier quasi auch an der Ecke. Ich schnapp mir mal... Ich zeichne mal ganz kurz an. Und dann gehen wir da einen Platten hoch. So. Somit ist der Hunter auch fertig jetzt. Da sind wir schon drumherum. Und wenn ich das mit Platten nach oben ziehe, haben wir da quasi einen Spritzschutz dran, den können wir da auch aufwerten und dann ist das, diese gesamte Elektrokonstruktion natürlich nochmal ein wenig sicherer. Das ist so der Gedanke. Hopp, die Rotation. Genau. Ich hab's jetzt angezeichnet. Mehr wollte ich gar nicht. Ich bastel bis zum nächsten Mal. Wir sind bei einer viel zu großen Zeitspanne. Es tut mir furchtbar leid. Bis zum nächsten Mal. Ja, passiert. Tschüss. Tschüss.